Mädel, Leute, er ist ein Furchenlurch und geht durch jede Furche durch. Ja, Mädel, Leute, mal wieder Zeit für Projekt Brote Brötchen. Und ich habe mal Bock auf so Muscheln. Keine Ahnung, wie das ogerisch ausgesprochen wird. Das hätten die auch noch da bedrucken können. Könnte vielleicht auch Katzenfutter sein. Egal, ich fress alles. Ja. Heute haben wir den 23.08. 29 Grad draußen. Windstill. Es ist zu warm. Ja. Aber fangen wir jetzt mal an, weil von Bumsti hört man ja überhaupt nichts. Ihr wisst, der Folie mag Lauge weg. Das schöne Messer, ne? Muss ich mal bald ein neues kaufen. Es hat aber auch immer so einen komischen Nachgeschmack jetzt in letzter Zeit. So. Deckel zur Seite. Naja, nicht schön geschnitten, aber egal. Jetzt müssen wir hier wieder eine coolende machen. Und das wird gleich fresse. Ja, lecker. Aber bevor Muschele drauf komme, brauchen wir eine kleine Grundlage. Und zwar gibt es da so kleine Mettdingchen da. Ja, also hier, das ist. Ist ein Witz. Aber ich komme gerade von der Arbeit, meine Hände sind noch schmutzig. Also verteilen wir das mal so. Oh. Da wird es nachher flutschen. Ja. Dann muss ich mal wieder an den guten Troll Lindemann denken. Beste Idee, wo er mir gegeben hat. Bin vom Bautzen umgestiegen. So. Schön abgeschlutzt. Oh, da ist der Schaf. Und jetzt eine Weisheit vom Rudi. Immer von links nach rechts streichen. Ne? Rudi, du alte. Ja. Egal. Rest schmieren wir hier ab. Hier löst sich langsam das Messer irgendwie auf. Geiler Scheiß. Gefällt mir. Ja, mit armen Zeiten würde ich sagen, aber gut, wenn er jetzt weg ist, ist er weg. Besiegt. Und ich werde mir auch keine andere Maske suchen. Wie gesagt, ich warte bis zum Ende des Jahres und dann wird nichts mehr kommen. So. Jetzt müssen wir halt schon mal hier mit der Krabben anfangen. Weil Krabben müssen ja einen festen Boden haben und die wollte schon abhauen. Und die auch. Werde gleich fressen. So. Oh. Und das mit Matt. Oh, wieder die zurück in den Kühlschrank. Oh, und Furchi hat Durst. Ja. Gefällt mir. Ja, dann hätte ich mal gesagt. Was brauchen wir noch? Ich habe da noch sowas gefunden. Keine Ahnung, was das ist, aber können wir auch mal drauf tun. Ist grün, also gesund. Gut. Dann. Oh ja, 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 ja. Habe ich mir extra gekauft. Röstzwiebeln. Ich tunk da immer so meine Zunge rein, weil. Das, wenn ich einen Film angucke, keinen speziellen Film, was ihr jetzt wieder denkt, ja, dann fresse ich das anstatt Chips. So. Oh, an der nackte Bobis abwische. Ja, Bobo-Bilder gibt es keine mehr. Tut mir leid. Meine Bobo-Staffel habe ich hinter mir. So, da das Röstzwiebeln heißt, müssten wir die auch ein bisschen
Rösten. Ist das normal, dass es brennt? Mmh, aber es riecht jetzt wie an der Hotdogbude. Ach du Scheiße, das müssen wir ein bisschen ablöschen. Nein. Furche, das hast du jetzt nicht wieder gesagt. Ach, Herrgott, Sakrament. Werde dir nicht verstehen, ist ein scheiß Insider. Ich hau die Alte. Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr ablöschen. Funktioniert das hier? Ja, natürlich. Weil es muss auch noch ein bisschen Würze rein. Kann ich übrigens auch so saufen als kleines Kind. Ein kleiner Schöpfer Suppe und dann die ganze Flasche rein. So, aber jetzt wollen wir mal zu der Muschel kommen. Aber erst nehmen wir noch einen Schluck. Fragt nicht, warum ich auf so eine Idee gekommen bin. So scheiß Ideen kommen immer auf der Arbeit. Ja, geh mal zur Seite hier. Das tropfen wir mal ein bisschen ab. Scheiße! Oh Gott, oh Gott. Ihr habt gekleckert, ihr habt gekleckert. Scheißendreck. Ach, das trocknet. Das trocknet wieder. Ah. Mischen wir die Hände an der Einkaufstasche von der Schwester ab. Dann hat die auch was davon. Oh, jetzt. Oh, Muschele. Ja, Plastikgabeln gibt es jetzt leider nicht mehr. Jetzt hat man hier da so Klump aus Holz. Da hauen wir mal ein paar Stück drauf. Sind die schön lätschig. So. Und eine für Papi. Also, das habe ich echt vermisst. Ich glaube, da muss ich mal wieder so ein Dreierpack kaufen. Oh, ist das herrlich. Oh, Wahnsinn. Oh, jetzt haben wir das, das. Ein Zug. Ja, das war es eigentlich schon mit dieser Kreation. Und viele haben gefragt, ja, Furchi, der Teller von deiner Oma, ja natürlich, hier ist er. Hier ist er. Und jetzt müssen wir das wieder komprimieren. Oh, schön, wie da der Saft rausläuft. Ja, da drückt es mit ein bisschen raus, egal. So, wo ist denn jetzt? Also nehmen wir heute. Nehmen wir mal wieder so ein Puschelding. Ja, und das muss jetzt 15 Stunden und 10 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen, dass auch die Haterfliegen und so dran kommen. Ja, dann sage ich mal Break und ihr wisst ja, vor hier unser Feierabendbier. Dann guckt er noch kleine Kurzfilmchen an. Ja. Dann sage ich mal, Break. Irgendwann später. Ja, Metal, Leute. Hehe. Verkostung. Und da habe ich mal gedacht, nebenher trinke ich mal sowas. Weil, oh Gott. Ich habe da so schlechte Erfahrungen mit. Ja, aber jetzt, Mahlzeit. Okay. Erstmal dieses Matt. Er ist irgendwie heute irgendwie trocken. Trocken.
Jetzt kommt irgendwie der Bautzen nach Senf durch. Schmeckt auf jeden Fall gut. Krapne, irgendwie kein Geschmack. Das Speckle ist jetzt doch irgendwie etwas vertrocknet, aber egal. Und ich habe gerade eine Kiefersperre. Oh, nee. Scheiße. Ah, Kiefersperre, scheiße. Egal. Gosch aufreißen und nein damit. Jetzt kommt der verbrannte, oh Gott, oh, um Gottes Willen. Jetzt wird's scharf und der verbrannte, oh Gott, Folie, Prost. Ein kleiner Schott. Ach, was habe ich da vorhin noch mal angezündet? Ja, die. Alter, vorher ich sauf weniger. Egal, Mahlzeit. Also, die Muscheln schmeckt man jetzt voll raus. Alter, ist das pervers. Mit dem Scharfen. Alter. Mahlzeit. Jetzt fällt mir das nicht mehr ein mit diesen. Ich muss gucken. Die verbrannten Röschzwiebeln, also denen jetzt wirklich, muss ich ehrlich zugeben, mit dem Mett, mit den Muscheln und so. Grabne schmeckt nichts, aber es ist eine gute Konsistenz und es schmeckt. Ja, und da sieht man es verbrannt, aber egal, Mahlzeit. Ah. Alter, ist das gut. Gut, der Schiss wird morgen wahrscheinlich Apokalypse Now. Stößchen. Sag mal, das ist doch auch irgendwie abgelaufen, oder? Ach, egal, schmeckt. Alter, huhuhu. Alter Vater. Also, wenn du fett bist, dann nimmst du ab. Aber es schmeckt irgendwie geil, die Zusammenfassung mit Muscheln, Krabben. Tabasco und ja, hier Muschle. Also holla die Waldfee, ich bin echt überrascht.
Aber man braucht dazu etwas. Hola, die Waldfee. Also Furche, da ist echt mal wieder was Gutes kocht. Gefällt mir. Also Leute, echt mal nachkochen. Ah, hopp. Furche hat brav aufgegessen. Furche muss erstmal schlucken. Ja. Also empfehlenswert. Kocht es nach. So zur Nachspülen so ein Actimel Erdbeere. Scheiße. Vor 2 Wochen habe ich das noch gar nicht gekannt und ich fahre auf den Scheiß ab. Also wenn man da jetzt noch Stroh rum reinkippt, nee, ich lasse es lieber. Ja, brav aufgegessen und dann bin ich mal gespannt auf den Schiss. Break. Falsch rum. Leicht cremig heute.